Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeyer, ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute geht es um das Thema, wichtige Thema, aus dem Täter-Opfer-Kreislauf aussteigen. Stay tuned. Ja, also heute wollte ich mal ein bisschen ausholen zu diesem Thema, weil, gut, ich bin ja der Meinung, ja, es hat alles irgendwie auch höheren Sinn, was wir hier machen. Wir erleben uns hier mit bestimmten Rollen, können bestimmte Entwicklungen machen. Und ja, bestimmte Entwicklungen, die auch du machen wirst, die werden unter Umständen gar nicht möglich, wenn du nicht Narzissten zusammen gewesen wärst, in deinem Leben hättest, der bringt dich unter Umständen dazu, Sachen zu erreichen und auch Bewusstseinsstufen zu erreichen, die vorher nicht möglich waren. Und ich bin mittlerweile auch, denke ich drüber nach oder finde das sehr spannend, die Frage, ob nicht auch, ja, ob nicht auch Empathen irgendwo gemacht werden durch Narzissten, weil wenn du mit einem Narzissten aufwächst und immer, ja, diesen Eiertanz da vollführen musst, was passiert jetzt wieder, was kommt jetzt wieder? Macht einen das nicht besonders empathisch und feinfühlig? Gut, aber das ist ja noch ein anderes Video. Also, was ich sagen wollte, ist, dass es wirklich super wichtig ist, diesen Kreislauf zu verlassen. Und das ist schwerer, als man denkt. Also, eine wichtige Sache ist dieses Grenzen ziehen, Standards haben Dealbreaker, aber das habe ich ja schon hinreichend diskutiert in vielen Videos. Heute wollte ich mal auf die mehr energetische Ebene gucken, weil was häufig passiert ist, wir erleben haarsträubende Sachen mit irgendeinem narzisstischen Chef, weiß ich nicht, Vermieter, Mieter, Partner, Mutter, Vater, whatever, you name it. Und was das ja in uns auslöst, ist ja häufig diese Wut. Ne? Diese Wut irgendwie, wie kann er nur, wie kann sie nur? Und man denkt, ey, du kannst in der Hölle schmoren und oder wenn ich dich irgendwie eine Krankheit anrichten könnte, ich würde es am liebsten machen. Oder man denkt, wann schlägt das Karma endlich zu? Wieso kommen die so lang damit durch? Und ja. Was man da manchmal vergisst, aber auch das werde ich mal woanders, ich will ja auch nochmal extra Kurs machen zu diesen eher höheren Fragen. Was man manchmal vergisst, dass natürlich so auf so einer Seelenebene sind wir alle gleich und jeder, ja, jeder macht das, was ihm gerade möglich ist und jeder hat den Bewusstseinszustand, der ihm gerade möglich ist. Das heißt natürlich nicht, dass man das mitmachen muss oder da Opfer sein muss. Aber das vergisst man natürlich in diesen Momenten und denkt, ja, das ist durch und durch böse und weiß ich nicht, warum kann man nicht alle Narzissten auf eine einsame Insel sperren und ich weiß nicht was. Mal abgesehen davon, dass man selber vielleicht auch Anteile hat, die nicht so optimal sind. Aber gut, das lassen wir auch mal, schieben auch mal einen Moment nach hinten. Und ja, und man. Worauf ich jetzt in diesem Video hinaus will, ist, solange ihr noch diese Wut habt, und die wird ja auch immer wieder forciert vom, sind ja nicht nur Narzissten, sagen wir mal, im toxischen Partner oder so, dadurch, das habe ich immer wieder provoziert und selbst wenn ihr schon längst getrennt seid, wird ja noch provoziert und also einmal zieht natürlich dieser Partner immer wieder Energie daraus aus euch, dadurch, dass ihr euch aufregt irgendwie. Also sein Schmerzkörper kriegt er nicht ausgehalten, dann muss er sozusagen sich füttern an deinem Schmerzkörper, dafür muss er dich erstmal antriggern. Und wenn ihr euch dann so aufregt und dann vielleicht noch anfangt zu diskutieren und dann gibt es wieder Gaslighting, wird wieder alles verdreht und dann versucht man es richtig zu stellen und schon seid ihr völlig drin wieder in diesem toxischen Sumpf und spielt auch eure Rolle mit. Dieses Opfers halt, ne? Und ein Teil dieser Rolle oder wie auch immer man die nennt, ist eben dieses immer wieder versuchen, den anderen zu überzeugen, Recht zu haben, zu überzeugen, du hast mich jetzt gegaslighting, das stimmt gar nicht und das ist passiert und dieses Ringen und das ist eigentlich ein Kampf von Egos, wo ja das eine Ego versucht, über das andere zu triumphieren, aber keiner gewinnt.
Ne? Keiner gewinnt. Und dieses, was du so gerne hättest, dass der andere irgendwas sieht, was du vielleicht siehst, entweder er sieht es oder er sieht es nicht. Und ja, und das Beste, was du machen kannst, ist ihn damit zu lassen. Dass du ihn lässt damit, dass du ihn sagst, ja, okay, ich kann da nichts machen. Und dass du loslässt, dass du loslässt, nicht mal darauf einsteigst, auf diese Provokation, dass du weitergehst, dass du weitergehen muss auch nicht zwingend heißen, also müsste theoretisch nicht mal zwingend heißen blocken oder so, aber einfach, dass du weitergehst und sagst, nee, erzähl, was du willst. Oder meinetwegen versuch mich anzutriggern, ich mach nicht mehr mit, ich mach nicht mehr mit, ich mach nicht mehr, ich spiele das Spiel einfach nicht mehr mit, so. Und eine Sache, die dafür super wichtig ist, auch wenn man es echt nicht wahrhaben will, ist das Verzeihen, dass man den Menschen das verzeiht. Jetzt denke ich natürlich, wie kann ich verzeihen, dass er dies gemacht hat, jenes gemacht hat, dieses gemacht hat? Ja, indem du dir sagst, ja, der ist wahrscheinlich auch so aufgewachsen. Es hat vielleicht jemand, der null Bewusstsein hat. Also auch viele Minuspole, Narzissten oder whatever, sind ja auch völlig getrieben innerlich, völlig zerrissen und weiß ich nicht. Warum muss man denn ständig andere Menschen kontrollieren und drangsalieren und ja, das machen, weil man, aber auch das durch ein anderes Video, war ja natürlich auch der Minuspol, der Narzisst, immer denkt, er kriegt nicht genug und ist nie genug da und ist alles nur Mangel und ist auch schon schrecklich genug eigentlich, aber auch dieser Mensch kann nicht anders und aus einer wirklich höheren menschlichen Ebene kannst du sagen, ja, und das ist wichtig, das habe ich auch schon in diesem anderen Video mit der Schuld, habe ich das ja schon gesagt. Ist wichtig, dass du das machst, weil das ist der Weg, diesen Täter-Opfer-Kreislauf zu verlassen, indem du sagst, ja, okay, musst du ja auch nicht live machen, könnte für euch machen, ne? Ja, ich verzeihe dir das. Und indem man dann, und das ist eigentlich der Moment, wo man aussteigt aus diesem Scheiß, ne? Und wo man vielleicht auch sehen kann, ja, ich habe da auch eine Rolle mitgespielt und ich verzeihe mir, dass ich mitgespielt habe, ich verzeihe mir, dass ich mich selber ein bisschen unter den Zug geworfen habe. Und ich verzeihe mir auch, also noch besser ist es sogar auch dem anderen, also ist auch das muss man alles nicht live machen, zu sagen, ja, ich wünsche mir, dass du mir verzeihst, dass ich meinen Teil hier mitgespielt habe, weil solange ihr sozusagen festhaltet an dieser, ich weiß, das ist unbewusst, ne, an dieser Rolle, nennen wir sie mal Opferrolle, ist vielleicht nicht der beste Begriff, aber an dieser Rolle, das Opfer zu sein von diesen ganzen Sachen, bleibt der andere auch im Täter. Ne? Das ist, also es kann auf einer gewissen Ebene geht auch, also wir reden jetzt mal nicht über krasse Sachen wie Schlagen, Gewalt und ich weiß nicht was, ne? Aber auf so einer gewissen Ebene gibt es. Also kann es nur einen Täter geben, wo es auch ein Opfer gibt, so, ne? Und vielleicht wart ihr ja auch mal Täter in anderen Konstellationen, ne? Und es macht wirklich, also wenn ihr wirklich auf dem Energielevel aus dieser Dynamik aussteigen wollt, dann ist es wirklich wichtig, diese Wut aufzugeben, zu sagen, okay, da könnte auch nicht anders, aber ich muss mich damit nicht befassen, ich kann da gerne von weggehen, so, ne? Und dann fällt es, also dann spielt ihr das nicht, spielt nicht mehr mit und dann ist das auch wirklich eine harte Konfrontation, auch für einen Minuspol zu sehen. Also dann ist er auf sich zurückgeworfen, weil solange ihr das Spiel noch mitspielt und euch krümmt und angetriggert seid, ja, haltet ihr den anderen auch im Spiel und deswegen ist es wirklich manchmal das für euch und auch für den anderen das Beste, also nicht nur diese Grenzen zu ziehen, Standards und Dealbreaker zu setzen, sondern auch zu sagen, ja, ich verzeihe das, ne, ich. Und einfach, weiß ich nicht, wenn er euch wieder antriggert und anruft und wieder einen Scheiß erzählt, einfach nichts mehr zu machen. Einfach, ja, whatever. Interessiert mich nicht mehr, ne? Kann ich jetzt auflegen. Einfach dieses Ego-Spiel nicht mehr mitzuspielen. Das ist so ein Riesen-Step. Und wie gesagt, ihr macht es auch für euch, weil ja auch euer Ego irgendwo da drin beteiligt war. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, aber ich habe nichts falsch gemacht, ja, aber vielleicht habt ihr diesen anderen Menschen als durch und durch Monster gesehen, was er vielleicht auch nicht ist, so, ne? Vielleicht auch jemand, der irgendwo nicht anders kann. Wie gesagt, das heißt nicht, es soll nicht wieder co-abhängiges Mitgefühl und Mitleid einsetzen. Ja, er kann nicht anders und dann bleibe ich in diesem Scheiß weiter drin. Nee, das ist überhaupt nicht gesagt, so, ne?
Aber durch dieses Sagen, okay, ich auf so einer höheren Ebene verzeihe ich dir das, ich muss ja trotzdem nicht mit dir zu tun haben und ich gucke mir auch meine Anteile an, was habe ich, wo war ich Teil einer vielleicht verbal kriegerischen Auseinandersetzung, gucke ich mir auch an, bitte ich auch um Verzeihung und ich verzeihe mir, dass ich es auch nicht besser wusste, ich verzeihe auch mir, dass ich nicht genug in der Selbstliebe war, weil wir alle sind hier am Lernen irgendwie. In dem Moment seid ihr ganz schön weit ausgestiegen und da bricht auch der energetische Bann dann, ne? So, weil wenn man in dieser Wut bleibt, wenn man mit dieser Wut weggeht, rausgeht aus diesen Beziehungen und sagt, du Arschloch, ich block dich und schmor in der Hölle, wie gesagt, nichts gegen Glocken, aber mit dieser Energie, ne, Mensch, geh, mach dies und noch so, ich mach das jetzt auch mit dir und ja, da geht man raus, aber man ist weiter in dieser kriegerischen Energie drin und zieht dann aus dem großen Pool hier gleich den nächsten raus, mit dem man das Spiel weiterspielt, so, ne? Vielleicht sogar mal in einer anderen Rollenbesetzung, aber man bleibt in diesem Ding drin und da wollen wir ja alle raus. Das ist ja auch der Zeitgeist, da irgendwo rauszugehen aus diesem ewigen Kampf. Ja, und das kannst du nur machen, indem du nicht mehr mitkämpfst. Solange du noch mitkämpfst und versuchst zu gewinnen und zu überzeugen und zu retten. No fucking way. Ja, und das ist ja auch auf so einer kommunikativen Ebene ist das ja auch in meinem Liebeship-Pro-Kurs drin. Das ist dieses, was man im Englischen so Jade nennt, ne? Justify, argue, defend, explain. Also, das ist wirklich ein großer Anteil des Pluspols, da an dieser Dynamik festzuhalten, das immer wieder sich verteidigen, argumentieren, überzeugen wollen. Es ist also nicht nur, es ist eine Energieverschwendung, sondern du hältst dich drin und auf so einer hohen Ebene hältst du auch dem anderen drin in diesem ganzen Prozess. So, ne? Ja, bin gespannt auf eure Kommentare. und wenn du dich für dieses Modul interessierst mit dem Jade, das ist wie gesagt im Liebeship-Pro-Kurs, der ist jetzt heute noch, also der ist immer nur so phasenweise, nehme ich da nur Leute rein. Heute noch verfügbar und auch, ich lasse ihn auch morgen mal noch drin und dann ist erstmal wieder, geht es erstmal mit den Leuten, die dann drin sind, weiter für die nächsten 3 Monate oder so. Ja, in diesem Sinne noch einen schönen Sonntag und wir werden uns bald wiedersehen.